Hallo ihr Lieben, genauso vielfältig wie frische Saftkombinationen sind auch die Geräte, mit denen sie zubereitet werden. Für unterschiedliche Arten von Saftgut gibt es darauf spezialisierte Geräte. Heute zeige ich euch den Unterschied zwischen einem horizontalen Entsafter, dem Sana 606, und einem vertikalen Entsafter, dem Kuvings Health Friend. Horizontale Entsafter eignen sich besonders gut für hartes Saftgut, das bedeutet knackiges Gemüse, Obst und Blätter. Es schafft aber auch Säfte aus Ananas oder auch Tomaten. Dazu braucht man ein bisschen Geduld und Können. Der Kuvings Health Friend ist ein vertikaler Entsafter und ein gutmütiger Allrounder. Denn vorher muss das Gemüse und das Obst nicht zerkleinert werden. Das Besondere an dem Health Friend ist, dass er zwei eingebaute Sensoren hat. Dazu braucht ihr euren Daumen, euren Zeigefinger und ihr legt den auf den Sensor, jeweils von euren beiden Händen. Und er misst dann eure Muskelmasse, euer Wasseranteil, eure Mineralstoffe und euer Körperfett. Die Ergebnisse des Bodyscans werden euch auf der passenden Kuvings App angezeigt und es werden euch entsprechende Säfte und Workouts zu eurem Gesundheitszustand vorgeschlagen. Bei dem Sana 606 wird ein Püriereinsatz und Nudelaufsätze mitgeliefert und das ganz Besondere daran ist, dass ihr auch eine Ölpresse nachbestellen könnt. Damit könnt ihr unter anderem Sonnenblumenöl oder auch Leinsamenöl herstellen. Jetzt wollen wir doch mal beide Entsafter testen und wir starten mit den Kuvings. Und dazu nehmen wir uns eine Orange, am besten schon mal abschälen. Da wurde schon mal was für mich vorbereitet. Sehr, sehr praktisch und ganz wichtig ist ohne Schale, weil hier zu viele Bitterstoffe sind, zu viele Aromen. Einmal schon mal die Orange und wir nehmen einen ganzen Apfel. Und das Tolle ist, ihr braucht ihn nicht schälen, nicht klein schneiden. Ihr könnt ihn sogar mit Kerne und Stiel einfach hier rein tun. So, vorne verschließen. So, dann machen wir das Ganze schon mal an. Und es geht sofort los. Und ihr könnt gerne nach Belieben noch eine Karotte hinzufügen. Das Spannende ist, hier wird der Saft gesammelt und wenn es einmal durchgelaufen ist, können wir den Saft entnehmen. So, der Saft ist fertig, hat eine wunderschöne Farbe und wir können uns jetzt hier nochmal den Trester anschauen, wie trocken das ist. Also hier ist wirklich kaum noch Feuchtigkeit enthalten. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr großartig. Und jetzt schauen wir uns mal den Saft an. Das ist unsere Ausbeute. Und mit ganz exklusiv in einem Weinglas. Das sieht gut aus. Ich habe immer das Gefühl, dass ich dann auf irgendeiner Beauty Farm bin. Auf Hawaii. Oh, lecker. Also wirklich richtig lecker. Leicht süßlich. Bestimmt vom Apfel. Oh. Das Tolle an den Slow Juicern ist, dass die Nährstoffe im Saft enthalten sind und nicht in dem Trester. Jetzt schauen wir uns mal den Sana 606 an. Bevor es losgeht, stellt ihr den Tresterbehälter davor. Der wird so nicht mitgeliefert, es wird einer aus Kunststoff mitgeliefert. Bei dem ist jetzt das Besondere, dass ich vorher mein Obst, wie zum Beispiel einen Apfel, klein schneiden muss. Dann würde ich sagen, los geht's, Stück für Stück. Aber auch hier könnt ihr inklusive Kerngehäuse und Stiel, das kann er sehr gut vertragen. Das ist kein Problem. So, dann je nach Belieben könnt ihr noch eine Karotte hinzutun. Und auch, wenn ihr möchtet,
gerne noch Stangensellerie. Da nehmen wir jetzt mal eine Stange und auch einmal rein. Auch natürlich gerne mit Blättern. Wer möchte, könnt ihr auch noch eine Scheibe Zitrone. Hier auch gerne mit Schale. So, einmal halbieren. So, und jetzt schauen wir uns hier nochmal den Trester an. Ja, und es ist trocken. Ja, und dann würde ich sagen, geht es ans Eingemachte. Und zwar werden wir den jetzt auch mal probieren. Schöne grüne Farbe, leicht schaumig. Und dann testen wir den auch mal. Hier seht ihr nochmal beide Säfte. Das ist Sana 606 und das ist Kuhwings Health Friend. Auch sehr lecker. Und der ist wirklich sehr köstlich. Also davon könnte ich wirklich... So lecker. Mein Fazit, der Sana 606 hat eine etwas höhere Saftausbeute. Und ihr müsst ein bisschen mehr Zeit und Geduld mitbringen, auch fürs Schneiden. Der Vorteil bei dem Kuhwings ist, dass ihr nicht schneiden braucht, dass ihr Äpfel, Gemüse im ganzen Stück einführen könnt. Und ja, er freut sich auch über etwas weicheres Gemüse. Der Sana 606 ja, freut sich eher über härteres Gemüse oder auch Blattgemüse. Und ja, das wäre sozusagen meine Zusammenfassung für euch. Ihr entscheidet am Ende und beide Säfte schmecken. Ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, dann ruft uns doch gerne an. Es gibt einen Kundensupport. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben bei Facebook, bei Instagram und ja, oder ihr kommentiert das YouTube-Video. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ich habe es euch ein bisschen leichter gemacht, eure Entscheidung. Und ja, Prösterchen!